So, Dickerchen, setz dich auch wieder hin. So. Ach ja, jetzt wollte ich einmal reingucken. Okay, Inni zählt tatsächlich nicht mit. Sinkt, ich habe es bei mir sowas von vernachlässigt. Ich habe tatsächlich bei mir gestern Abend, ich habe gelesen, beziehungsweise ich habe Sport gemacht, diese Sit-ups quasi. Und habe dann tatsächlich einfach ein Buch genommen und währenddessen gelesen. Ging super. Klingt albern, klingt echt blöd, aber es hat geklappt. Ich habe auch halt mir, selbst wenn ich abends mal zu faul bin, auch mehrere Übungen halt so rausgesucht, die man halt auch wunderbar im Liegen machen kann. Wenn ich mal nach dem Stream das nicht schaffe. Weil am Mittwoch nach dem Stream, da hatte ich keinen Sport gemacht. Gestern hatte ich schon nochmal Sport gemacht und halt Mittwoch wirklich nur im Liegen. Ging super. Aber schlimmerer Muskelkater, als wenn ich das im Stehen mache. Meine Sportsachen. Sich ablenken oder motivieren beim Sport, das ist doch recht gut. Ja, aber viele lachen darüber, wenn ich sage, ja, ich mache das mit dem Buch. Du glaubst nicht, wie viele Leute mich dafür auslachen, Dattel. Das, kannst du dir gar nicht vorstellen. Wo ich mir dann immer so denke, ja, Leute, aber ich tue was. Gut, man sieht es nicht. Das ist das Schlimme daran. Man sieht es einfach nicht. Aber ich tue was. Ich muss einmal kurz Luna was fragen. Ah, ich glaube, es wird jetzt eh gelesen. Der endgültige Beweis, dass sie dafür Probe bestanden haben. Kriege ich jetzt so ein Vögelchen? Ja! Juhu! Voll geil. Ach ja, das hier wollte ich haben, ne? Die anderen beiden habe ich ja quasi schon. Bis jetzt habe ich mich einfach immer verschrieben. Gut, Luna antwortet zwar erst später, aber trotzdem. Sonst vergesse ich das wieder. Ja, ich habe einen Vogel. Willkommen zurück, Frosches. Die meisten hören dabei Musik oder stellen sich etwas vor. Es gibt kein richtig nur das, das dir gut tut und dort dich weiterlässt. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, viele finden das halt albern. Achso, das Arsenal ist voll. Aber ich kann einmal meine Jolpfeife nutzen. Jetzt muss ich einmal was aus dem Inventar, aus dem. Nein. Steuerung. Das wäre super. Ins Inventar legen. Und anlegen. Yay. Die bringen sogar mal was. Ich habe meine Ausrüstung wieder bekommen, die was bringt. Wie geil. Warte mal. Tüchchen. Ins Inventar legen und anlegen. Sehr cool. Irgendwer nuggelt ja auch immer. Da macht sich lustig. Schmeißt ihn ins Feuer. Sehe ich genauso, Diddle. Wir schmeißen einfach alle, die sich über sowas lustig machen, einfach alle ins Feuer. Das passt. So, jetzt wollte ich ja einmal kurz die Dingens machen, ne? Warte mal. Tatsächlich, hier könnte ich auch. Aber das sieht kacke aus, finde ich.
Ja, das sieht kacke aus. Das behalte ich so nicht. Bei dem hier geht's, bei dem anderen finde ich es mehr Haut. Okay. Bitte. So. Meine Klassenquest. Für ihmchen hier. Das ist nämlich was ich. Neue Frisur, neue Farbe. Ja. Ja, ich hab's mal meinem neuen Outfit etwas angepasst. Kann ich sofort machen, Daddle? Das Doofe ist, dass es halt gerade Nacht ist. Aber. Warte mal. Am besten mal mit meinem Lieblingsoutfit. Das ist die neue Frisur. Kann ich nachher im Hellen nochmal zeigen, wenn im Spiel mal Tag ist. Das. Es dauert doch ein bisschen, ist gerade erst Nacht geworden. Zeit. So. Aber das ist die neue Frisur. Die neue Frise. So. Der Dancer. Und wir müssen irgendwo nach da vorne. Also nach da hinten eigentlich. Gerne, Daddle. Weißt du doch, für dich immer. So. Yep. Ich will einfach nur meine Klassenquiz in dem Übrigen. Ich glaube, es sind zwei Stück. Müssten zwei sein. Yep. Juhu. Yep. Das ist die richtige Einstellung. Blablablub. Also, nein, sehe nie. Ja, der freut sich. Der freut sich den Ast ab. So, Leute, ich will einfach nur schnell die Klassenquest hinter mich bringen. Weil wir danach Story weitermachen wollen. Mich jetzt sonst Partner. Ja. Würde ich gerne. Und dann wollen wir mal unseren Gönner-Eindruck finden. Was soll die Beginn mit der Aufführung des traditionellen Tanzes? Spannung auf dem Choreografie. Ach du Scheiße. Einfache Choreografie. Dann zwei Tanzschritte. Was? Ich habe ja Gott sei Dank Zeit, ne? Einfache Choreografie. Okay. Okay. Komplexe Choreografie. Wie fühle ich die aus? Gott, das dauert ja Ewigkeiten.
sein Döner wert, durch die Sintflut zu gehen. Wäre es gemeint, 5 Sachen extra zu bestellen und den Liefertypen den Arm zu versauen? Nein. Nein. Sieht aus wie Just Dance, noch schlimmer. Ja. Tanzpuppen besiegen. Ich hoffe, es ist da jetzt egal wie. Oh! Ist das nicht das Ding aus FF9? Warte mal. Ja, ich kassiere dafür jetzt mal Schaden. Dieser Tanz des Flamenco müsste, glaube ich, aus FF9 sein. Gott, wird das toll, wenn wir da irgendwo mal sind. Gut. nee, nicht wenn ich was falsch mache, sondern die greifen mich halt einfach an. Und ich soll den Typen da begeistern. Was etwas schwierig wird. Hör mal. Warte einmal ganz kurz. Okay. 50. 50 von 100. Das ist ein Spektakel für die Sonne, mein Herz. Okay. Warum hast du... was? Ah, okay, jetzt gegen sie. Haben die was gegen... Ja, das ist eine frauenfeindliche Magier. Ja. Was sie machen. Okay. Oh. Das ist schon so, ich sterbe gleich. Okay, wir sind bei 70. Wird gleich am Hass. Na, es geht aber jetzt wieder. Jetzt geht's wieder. Hätte ich es noch nicht so früh gesagt. Hast du rechtzeitig geschafft? Wir haben sie aber gleich. Kinderspiel.
Ich glaube, wir schaffen's. So. Jo. Tada! 100 Jahre später. Ja, boah, voll cool. Hat das super geklappt. Jetzt hab ich einen Ohrwurm. Ein Ohrwürmchen. So. Ah, da. Lieber einen Ohrwurm als eine Band. Ja. Ganz Meisterin. Okay. Noch einer. Achso, ja, wir hatten ja noch ein neues Reittier bekommen, ne? Mira! Jetzt habe ich auch mal so ein großes Reitviech. Jetzt das darf ich auch. Wenn ich wüsste, wo es ist, da. Sein Schnabel. Pferdchen-Show. Warte mal, kann ich darauf eigentlich auch? Nee. Okay. warte, welches war das nochmal? Das hier, glaube ich. Ja, okay, da hört's bei mir auf. Den habe ich leider nicht. Da kann ich leider nicht mithalten. Aber... Ja, okay, den Wolf habe ich auch. Was denn, Mira? Der ist ein schwarzer Schokobo. Ja! Ich hab den schwarzen Schokobo. Ich wein! Da stehe ich einfach so weit rein. Einmal mit der Hand durchs Gesicht gewischt. Keine Angst, es geht gleich weiter. Achso, Daddel, wir haben hier ein Tierchen für dich. Du magst doch die dickeren Tiere. Hast du schon bei Epic reingeschaut? Nee, noch nicht.
Letzte Woche hatte ich reingeschaut. Guck mal, Daddle, was für dich. Zeig mal das Sprengmaterial. Nein. Ich kann mich leider nicht wie Luna selbst umbringen. Aber ich kann dir einmal, oder kann einmal ganz kurz ein Foto raussuchen. Wegen Erlöses. Wegen Haustier. Ich will nur einmal ganz kurz da reingehen. Dann wieder da reingehen. Welches Viech hatten wir schon länger nicht mehr? Das da. Jo. Wo ist das? Bildschirm und tada! Hundi! Gehen wir mit dem Hund. Ja, hier ist Hundi. Dann ist mit viel Spaß noch. Ich komme dann gleich hoch, um gute Nacht zu sagen. Mit dem gehe ich jetzt. Ja. Knuddel die Kleine auch gleich nochmal. Bauch durchkrauen. Ja. Wenn man bedenkt, dass sie jetzt schon viel, viel größer und knuddeliger und flauschiger ist, dann. Warte. So, die Öhrchen sind auch drauf. Die Arme weg. Arme an. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Der Tanz passt sogar dazu. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Die Katze miau und dann macht sie ganz schnell den Ton aus. Ist das schon vorbei? So, ach, okay, also durch Quest bekomme ich definitiv Punkte. Durch Quest bekomme ich Punkte, durch Innis bekomme ich keine Punkte. Das ist echt ganz weird. Das ist echt mega weird. Ich kann doch gar nicht mehr so viele Quests machen. Also ich habe zwar schon noch ein paar, aber ich, naja. Border läuft noch. Und zeigen heißt, ist vorbei. So, dann sag ich einmal dem Bruschus einmal ganz schnell gute Nacht. Läuft noch lange. So. Da ist die Pause-Taste. Der Bruschus ist im Bett. Gleich. So, ich kann so streng. So. Danke! Das Ding ist cool. Oh. Ach nee, bei dir sind Freibriefe. Ich war gerade leicht verwirrt. Ich glaube, das Spiel Abduction, das wäre was für dich und deinen Stream. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Kann ich später ja mal reingucken. Da geht die Klassenquest weiter. Sagt mir so aber tatsächlich gar nichts.
Worum geht's denn in dem Spiel, Daddel? Jetzt wird es weg. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Dahin. Nee, das ist für die Weißmagier. Ha! Ah. Yep, das ist für die. Ja, das ist für die Dinger. ein Cypher-Abenteuer von dem Machern von Mist. Das quer durch das Universum entführt und findest dich in einer zerklüfteten außerirdischen Landschaft mit einzelnen Stücken der Erde wieder. Erkunde, entdecke, löse das Rätsel und finde einen Weg, wieder nach Hause zu gelangen. Klingt gut. Klingt gut. Lass mir mal anschauen. Toll. Haben den Weg umsonst gemacht. Jetzt uns einfach. Ja, okay, heute habe ich meinen blöden Tag. Das ist mir gezwungen, kostet gerade 24 Euro. Das zweite Spiel, ein Handelsspiel, ist nicht so mein Ding. Wenn wir hier mit den kleinsten Quests durch sind, kann ich einmal kurz gucken. Ich weiß es, dass ich das vergesse. Weltkreuzung. Ist da wirklich hin? Ja. Wenn das so ein bisschen auf Spielzeugung. Können wir, wenn du willst, jetzt machen. Ich muss nur einmal ganz kurz zu der einen Quest hin. Dann könnten wir loslegen mit der Stufensteigerung. Ich sehe eh gerade, es ist eher spontan, dass ich hier die Klassenquest mache. Aber da ich, glaube ich, jetzt schon Stufe 68 bin, sollte ich mal so langsam mich um meine Klassenquest kümmern. Ansonsten wundere ich mich später, warum das alles nicht so funktioniert, wie ich möchte. Ganz easy, wollte dich nur daran erinnern, dass es nicht viel für Low gibt. Was bei dir so zum. Das vergisst du vergleich. Ja. Ja, ich denke da nicht immer dran. Ich glaube, ich hatte jetzt bis auf letzte Woche 2 Wochen vergessen, mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, was ich da verpasst hatte. Weil einmal war. Oder hatte ich halt beide Spiele schon. Und dann hatte ich irgendwie nicht mal reingeguckt. Dann hatte ich das irgendwie verpeilt. Ja, ich nehme für den kurzen Weg jetzt ein Reittier. Mein Charakter ist faul. Sehr faul. Mega faul. Da haben wir das Pink Fluffy Not Unicorn. Das ist nach langem, dass ich mir mein Spiel gezogen habe. Also ich ziehe mir tatsächlich fast alle. Es sei denn, es interessiert mich so überhaupt gar nicht. Aber meistens ziehe ich mir alle, weil vielleicht kann oder möchte oder ist irgendwann mal jemand anderes hier auf dem PC spielen. Oder ich habe irgendwann mal Lust. Oder es ist irgendwann mal ein Wunschspiel. Deswegen. Auf alle Eventualitäten gefasst sein. Sozusagen. Und wieder zurück. Okay, ich krieg's tatsächlich alles durch. Dinger.
Wenn ich das hier würde, ich würde das andere kriegen. Mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwas anderes Tolles bei den Tänzern. Wenn so keine Fähigkeiten sind. Eine sehr gute Frage. Wenn du möchtest, ja. Aber ich bin halt gerade nicht im Discord. Beziehungsweise ich habe es zwar im Hintergrund offen. Gerade bin ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht drin. Aber wenn du möchtest, können wir auch gern ein Voice. Nur nach der Stufensteigerung würde ich dann halt wieder die Story machen. Damit ich da ein bisschen vorankomme. Und mir ist das egal. Das bin ich halt hier. Ich weiß auch nicht mehr, was letzte und vorletzte Woche angeboten wurde. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Das interessiert mich, aber gucke da gleich. Muss definitiv auch mal wieder gucken. Wie gesagt, letzte Woche, da weiß ich aber auch nicht, was es gab. Jetzt mir zwar geholt, aber eher um es zu haben. Wo muss ich jetzt hin für die Tanzmeisterin? Ach, wieder nach Ulda rein, okay. Nach Ulda und wieder zurück. Zurück zu der Stelle. Ladezeiten? Yep, sofort. Ich gebe einmal kurz die Quest ab. Töchchen. Ob da noch... Ah, okay. Gut, dann kann ich ja nämlich ab und angeben. So. Wo bist du? Ah, okay, du bist gar nicht in FF14 drin. Warte. Hallo? Hallo? Warte. Du musst aber kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob du laut genug bist. Also, das ist ein Sprachtest. Hallo. ja, sollte gehen. Sollte gehen. Hört man mich vernünftig? Also, ich höre dich, ja. Das ist gut, weil manchmal macht es richtig Probleme, mein Headset momentan. Ich muss nur noch finden, ob du zu laut oder zu leise oder ob es passt. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du selber herausfinden. Daddel hört dich auch. Das ist sehr schön. Ich glaub, es passt. Juhu. Wer ist das? Das ist Sonon. Du kannst dich gerne selber vorstellen.
wenn du möchtest. Du kannst es aber auch lassen. Genau. Hier, The Real Sonon im Chat. Hab jetzt auch mit Final Fantasy angefangen, bin auf den Stream gestoßen und jetzt bin ich ein Enthusiast geworden. Du hast deine Seele verkauft und die gehört einmal dem Sandpfoten-Clan und FF14. Komplett. Ja. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich nochmal so krass catcht. Ich habe halt wirklich hin und her überlegt, WoW wieder anfangen oder Final Fantasy. Und dann hat irgendwie eine Bekannte von mir, seit Jahren spielt die halt Final Fantasy und sagte, oh, jetzt ist gerade wieder irgendwie 14 Tage frei und dies und das und jenes. Und ich sage, ja gut, Abfahrt. Kin Lee, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Sepp-Routen. Entschuldigung. Ich bin auch pro forma schon mal auf Shiva gewechselt jetzt hier per Weltenreise. Mal gucken, ob wir jetzt an... Weil gestern hat es ja nicht geklappt mit der Anmeldung. Stimmt, gestern hat es nicht geklappt. Warte mal. Also, ich habe doch den Shortcut jetzt hier. Und Hauptsache, hallo, Hybrid. Da fragt jemand, ob. Hä? Das ist lustig. Bei mir in der freien Gesellschaft schreiben gerade irgendwelche Leute einfach Bob in den Chat. Und ich habe meinen Chocobo, habe ich Hurricane Bob genannt. Deshalb. Also diesmal klappt's. Ach so, als was soll ich dann mitkommen? Als Heiler wahrscheinlich. Als Heiler geht's relativ schnell, ja. Und gibt auch Bonus, das ist gut. So, einmal mein Mönch. Der Mönch ohne Peitsche. Druid.